Hi ihr Lieben, ich bin Lisa. Vielleicht kennt ihr mich von Instagram. Normalerweise arbeite ich als Health Coach und Dozentin. Heute bin ich bei Erklär mal und versuche, eure Fragen zu beantworten. Dankeschön. Nikolas möchte von mir wissen, ich mache gern Party. Oh, ich auch. Trinke ab und an Alkohol und rauche auch mal Gras. Ist das ein Problem für die Registrierung? Ja, lieber Niklas, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ab und an trinke ich auch gerne mal ein Glas Alkohol. Mit Rauchen habe ich es nicht so. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, dass es das Ganze beeinflusst. Bin ich so richtig am Weg? Okay, also ich sage jetzt einfach mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze beeinflusst, denn Alkohol und THC sind im Blut nachweisbar. Wir brauchen ja aber den Speichel für ja, die Registrierung bei der DKMS. Daher würde ich sagen, Niklas, du bist geeignet. Du hast recht. Wenn man tatsächlich nur gelegentlich nach einem Gläschen oder einem Joint greift, ist das kein Problem. Die Betonung liegt hier aber wirklich auf gelegentlich. Es muss dir ohne Probleme möglich sein, den Konsum gegebenenfalls für einige Wochen auszusetzen. Eine Stammzelltransplantation wird in eng geplanten Zeitabläufen durchgeführt, um das Leben des Patienten nicht aufs Spiel zu setzen. Dafür ist es wichtig, dass der Spender zuverlässig ist. Bei Einnahme von harten Drogen kommst du generell nicht als Spender in Frage. In diesem Sinne, feiert schön, aber verantwortungsvoll. Hier oben findet ihr weitere Antworten auf eure Fragen rund um das Thema Blutkrebs. Hier unten könnt ihr euch direkt bei der DKMS registrieren.